Hey ho Leute und willkommen zurück in der wunderbaren Welt von The Elder Scrolls Online. Ja, wir sind hier mit unserer kompletten versammelten Truppe im Reich der legendärsten Schwertmeister der rotwaldonischen Ära gelandet. Und ja, davor scheint der Ring gelagert zu werden und auch das Schwert von Sais Vater. Es scheint passend, dass der Ring von Stendars Gnade beim Schwert meines Vaters liegt. Wir brauchen beide für die vor uns liegenden Kämpfe. Der Ring von Stendars Gnade. Dieser Ring trägt das Siegel Stendars, des Gottes der rechtschaffenden Macht. Sprecht mit Kasura. Hier ist ein Schwertzahl. Kasura, hi. Kasura, halt. Könnt ihr mal aufhören, vor mich zu laufen? Ich will doch nur mit der Kasura hier sprechen. Ab, nur Gersenweg. Danke. Der Ring gehört euch. Bewacht ihn gut. Ich muss zurück zu meinen Schülern, um die langwierige Aufgabe des Wiederaufbaus in Angriff zu nehmen. Kasura, werdet ihr mit uns kommen? Vielen Dank, aber ich kann das Tal der Klingen nicht verlassen. Ich muss die Toten begraben und die Verletzten versorgen. Ich muss mit dem Ring zurückkehren. Aber vielleicht können euch Seisahan und die anderen helfen. Ich wusste, dass ihr mich schließlich zum Ring führen würdet. Gebt ihn. Was? Gebt mir den Ring und ich kann eure erbärmlichen Leben vielleicht verschonen. Manni Marco. Du glaubst wirklich, wir lassen jetzt gerade mit uns reden? Spiel dessen, was kommen wird, wenn ihr mir weiterhin trotzt. Nun gut. Ich werde mir einfach den Ring von euren Leichen holen. Versuch's doch. Gut. Da haben wir also den lieben Dive Gunding? Wie dieser Name ausgesprochen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn es ist. Okay, der hat ordentlich Wumms, der Typ. Der hat echt ordentlich Wumms. Ach du Scheiße. Okay, brauchen wir dann mal Buffs. Alles klar, habe ich ja nichts gegen. Oh shit, ich werd gestunt. Oh shit. Alter, da konnte ich gerade noch wegrollen. Alter, okay. Wir haben doch gerade ein bisschen... Okay, dann brauchen wir also doch ein paar mehr Fertigkeiten und müssen ein bisschen mehr strategisch arbeiten. Die hat uns wirklich gerade fast weggehauen. Das Problem ist, dass er Stun-Fertigkeiten einsetzt. Was mega defensiv ist eigentlich für einen Krieger. Aber sehr böse, wenn man so gerne sollte kämpfen. Also, ich bin gespannt, welchen Ring er hier von welchen Leichen sich klauen will. Sein Typ hier hat doch nichts dabei, oder? Was? Oh ne. Ernsthaft? Erweckt er gerade diese legendären Schwertkämpfer wieder? Also das ist assi. Ist das nicht eigentlich schon fast Leichenschändung? Ne, ohne Scheiß jetzt. Ah, das hat gerade gut Schaden gemacht. Barely ist da, finde ich gut. Also ich will auch ran, hallo. Roabar, okay. Der liebe Roabar muss hier leider gleich ins Gras beißen. Also, ich sah ihn nochmal. So, bitteschön. Geh wieder, geht nicht mehr. Und bye. Okay, noch nicht. Und bye. Okay, alles klar. Das ist eigentlich sehr logisch, diese Aussage. Wenn man etwas vor einem Nekromanten versteckt, dann sollte man das in einem Grab verstecken. Das macht durchaus Sinn. Also ab nur, da hast du mal wieder dein Köpfchen bewiesen bei dieser Aussage. Dankeschön. Lässt du das mal bitte? Alter, was hat der für einen Effekt gerade drauf? Hallo? Können wir mal bitte lassen? So. Der hat einen Dauereffekt, oder sehe ich das gerade falsch? Man soll da versuchen, ja trotzdem keine Spiele. Nein, das ganze Stun-Effekt kannst du mich mal. Hallo! Alter, der hat mich gerade so heftig gestunt, dass ich mich gar nicht mehr bewege. Oh shit! Alter, ich hab geblockt, aber das Block hat nicht gepasst. Nice. Okay, mich ein bisschen hochheilen. Okay, da drüben kämpfen die anderen schon mit dem lieben Ansai Kalam. Oder Kalem. Kalem. Konnte ich gerade nicht genau lesen. Okay, der Typ ist krass. Nein, du tötest mich nicht. Pfui. Was? Der macht fucking 5000 Schaden. Das ist assi.
mit dir kämpfen und nicht hier so rumstehen? Hallo? Der lebt noch. Ab nur, mach schon. Noch bin ich im Pissful-Modus. Alter, was hat der mir gerade für ein Leben abgezogen mit seinen Angriffen? Okay. Was du kannst, kann ich schon lange. Komm. Könnt ihr mal bitte drauf gehen? Ihr stammt dann weg. Ihr könnt kiten und ich baller mit dem Babydrachen hinten drauf. Okay, gehen wir in den Nahkampf. Versuch den zu stunnen. Wo sind jetzt deine schadensmachenden Angriffe hier gerade hin? Okay, er ballert gerade nicht auf mich, das ist es vielleicht. Die Führer hat deutlich mehr Leben wie ich. Leveltechnisch. So. Jetzt geht er auf mich, der Dulli. Wo ist denn mein Bär? So, hier ist er, mein leeres Bärchen. Da sind noch welche. Alter. Jetzt kommt er hier mit so einem Dulli auch noch her. Alter Schwede. Das ist intensiv gerade der Kampf. Ich hätte echt gekämpft. Ich hätte echt nicht gedacht, dass wir in dem. Was? Ohne Scheiß, das ist übertrieben. Ich habe keine Heilungsfertigkeit, darauf habe ich nicht geskillt. Wieso gehen die hier mit drei Leuten gleichzeitig auf mich drauf? Hier habt ihr auch vier andere Krieger, gegen die ihr kämpfen könnt. Warum gehen die alle auf mich? Das Lustige ist auch, da mich der andere Typ hier drüben schon mit Effekten vollgeballert hat, haben die hier drüben mit ihren Effekten die dreifache Wirkung. Was assi ist. So. Mach mal auf hier den Bärli und dann kommen wir drauf. Das zweite Mal kriege ich es wieder easy hin, ich sehe es doch schon. Siehst du mal. Das war's. Seht ihr mal, wie ich den weggeballert habe? Aber da der da drüben mich mit so heftig mit Effekten zugeballert hat, hatte ich so gut wie keine Chance, weil ich keinen Schaden gemacht habe. Und auch viel zu viel Schaden eingesteckt habe. Wir bräuchten wirklich eine Fertigkeit oder eine Rüstungsteil oder so, die diese ganze Magiegrütze hier ein bisschen blockiert. Also, dass wir da ein bisschen resistenter sind. Ich meine, das würde wirklich Sinn machen hier gerade. Ich halte mal noch hoch. Das ist ganz gut. Der Baby da kann von der Ferne angreifen. Jetzt sind wirklich zweimal in dieser Quest gestorben. Das ist fast peinlich sogar, aber egal. Ich meine, man lernt ja dazu. Das ist jetzt, wir brauchen eine Heilungsfertigkeit. Wir brauchen auf jeden Fall eine Heilungsfertigkeit. Was mit dem Dulli? Na, jetzt kommt auch was weiter. Rohusa. Rang 2. Ah, Rang 21 bei 2 Waffen. Sehr geil. Jetzt kriegt er aber gar keinen Schaden, weil er auf mich selbst explizit nicht ballert. War's das? Denn wir kriegen jetzt noch was. Ich schwöre es bei den Seelen meiner Vorfahren. Ich werde Manimacus Blasphemie rächen. Wir haben die Toten getötet. Sei. Hallo. Fürs Erste ist der Ring unser. Bewacht ihn gut. Ich werde ihn mit meinem Leben behüten. Ihr müsst in die Zuflucht zurückkehren und ihn Fürst Waren geben. In seiner Obhut wird er sicher sein, bis es Zeit wird, nach Sankretor zu reisen. Lyris, Abnur und ich werden hier bleiben, um Kasura dabei zu helfen, die Verletzten zu versorgen und die Toten zu begraben. Wie werde ich zurückkehren? Fürst Waren hat unsere Fortschritte im Auge behalten. Er wird ein Portal öffnen für eure Rückkehr. Da ist es. Oben an der Treppe. Geht, schnell. Okay, ich werde dir mal erzählen, was geschehen ist. Ah, wieso schnell? Wir haben doch alles weggemetzelt. Der Schaden ist groß. Okay. Aber wir sind wie nicht gekommen. Der liebe Waren Aquilarus einfach alles wieder aufbauen könnte. Seid in den kommenden Tagen vorsichtig, meine Freunde. Ich freue mich auf eure Rückkehr. Die Abtei der Klingen wird aus der Asche auferstehen. Kann ich noch mal mit dir reden? In den dunklen Pfad vor uns überleben. Werde ich zurückkehren, um Kasura zu helfen, eine neue Generation Klingenmeister auszubilden. Ein edles Ziel, Sai. Vielleicht werde ich mich euch anschließen. Im Moment sollten wir uns um die Überlebenden kümmern. Ihr überrascht mich immer wieder, Sahan. Und gerade als ich dachte, ich wüsste, wie ihr denkt. Ihr könnt mich niemals kennen, Dorn. Im Buch der Kreise schrieb die Wart, dass der größte Krieger seinen Schmerz leise erträgt. Denn er weiß, dass ein offener Ofen kein Brot backt. Mein Urgroßvater, Knabus Tarn, sagte es so. Ich höre mir das jetzt besser an. Besser stumm und für einen Idioten gehalten werden, als den Mund zu öffnen und alle Zweifel auszuräumen. Habt ihr es jetzt oder kommt noch was? Ich meine, ich würde gern zurück zu meinem lieben Propheten, aber kommt jetzt noch was? Ich will nichts verpassen. Ich nehme wirklich alles mit in dem Let's Play. So, habt ihr fertig gequasselt? Gut, dann gehe ich jetzt. Ciao. Und Kasura geht auch mit. Alles klar, okay. Dann wollen wir jetzt mal zurück zur Zuflucht und mit dem lieben Propheten, mit dem lieben wahren Aquilarius reden. Ich dachte schon, das Portal ist weg. Aber nein, das ist noch da. Sehr schön. Wie hätten wir denn sonst hier rauskommen können? Eine andere Möglichkeit zurückzukommen gibt es ja, glaube ich, nicht mal.
Oder bin ich da falsch irgendwie der Annahme? Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube zu wissen, dass es keinen anderen Weg zurück gibt. Ich glaube nicht, nein. So, eure Tasche quillt über. Nein, es geht eigentlich gerade noch, denn ich habe ein bisschen aufgebessert, was Traglast und so weiter angeht. Was ziemlich wichtig ist in dem Spiel, das Inventar am Anfang, ohne etwas aufgebessert zu haben, ist zu klein. Definitiv, egal wie man spielt, es ist zu klein. Yep, Waren, hi. Vor meinem geistigen Auge habe ich euren Kampf gegen den Wurmkult und die Untoten an Zeitabscheulichkeiten miterlebt. Eure Mission war erfolgreich, ja? Hier habt ihr den Ring von Astendas Gnade. Die Abtei der Klingen wurde verwüstet. Ich wurde Zeuge des Ansturms des Titanen und spürte den Tod vieler Unschuldiger. Das ist ein großer und schrecklicher Verlust. Sai-Sahan und die anderen werden etwas Zeit brauchen, um Kasura zu helfen. Sobald sie zurückkehren, nehme ich Kontakt zu euch auf. Dann werden wir unsere Reise nach Sankretor beginnen. Ja, du nimmst wahrscheinlich Kontakt zu mir auf, wenn ich über die Mauer drüben, außerhalb der Höhle drüber bin, ne? Ist das so? Okay. Mein lieber Prophet. So, das Tagesklingen wurde abgeschlossen. Dafür gibt es auch einfach mal eine Trophäe. Schön. Gibt es hier hinten eigentlich was? Das hat mich immer gerade fasziniert. Nein. Hier hinten ist wirklich nur ein Wasserloch zur dekorativen Einrichtung. Und ich finde, diese Höhle ist wirklich sehr dekorativ. Ich würde mir ein Häuschen hinstellen, mal ein Licht und so hat man. So schön. Ist gerade Nacht oder was leuchtet da oben so rein? Das sind Nordlichter, oder? Was leuchtet da oben? Wie leuchtet das da oben rein? Also wenn es draußen Tag ist, finde ich das gerade unrealistisch. Was leuchtet da oben rein? Als wenn das so ein Zauberschimmer ist. Rein aus Interesse, da oben kommt der Licht rein. Kann man dann von außen reingucken ins in die Zuflucht? Würde mich wundern. Ich glaube nicht, dass sie das Detail eingebaut haben, weil das einfach unlogisch wäre. Hier auch der Spalt. Nee. Ich glaube, das haben sie nicht drin. Dass man da von oben reingucken kann. Das wäre unlogisch, weil dann könnte man auch reinfallen und dann ist die Höhle ja nicht geladen. Weil dadurch... Obwohl, würden die da einen Ladebildschirm reinbauen? Es würde rein theoretisch gehen, aber ich glaube nicht, dass sie es gemacht haben. Es würde mir ziemlich unlogisch vorkommen für die Art, ein Spiel zu machen, wie sich hier Cinemax getan hat. Weil es ist ja eine Kooperation aus Bethesda und Cinemax. Ja, an einem Online-Teil hat Cinemax mitgearbeitet, an Skyrim und den anderen Himmelsrand-Gedöns und so weiter Ablegern. Da hat Bethesda alleine gearbeitet, da war Cinemax noch nicht dabei, aber Online-Teil hat Cinemax den Führungsrahmen. So. Ja. Wir werden einfach mal über dieses Mäuerchen hier drüben drüber springen. Ich sehe gerade, wie unsere Rüstung hat Schaden. Warum nimmt die eigentlich automatisch die Schwerter, wenn die aus irgendeiner Höhle oder so, aus irgendeinem Portal rauskommt? So. Trigger bitte. Dankeschön. Entseelte, trefft mich in der Zuflucht. Wir sind bereit, das Amulett der Könige zurückzuholen. Der Schatten von Sankretor. Okay. Betrete die Zuflucht. Das kriegen wir natürlich auf jeden Fall hin. Ja. Ich weiß, es ist immer das Gleiche am Anfang oder am Ende der jeder Folge. Wir gehen einfach durch dieses Tor hier und springen über die Mauer, aber das gehört einfach dazu, so wie diese Folge getriggert. Die hätten das natürlich ein bisschen anders lösen können, dass es irgendwie anders getriggert wird, aber ich finde es so eigentlich ganz lustig. Ich meine, man hat natürlich immer diesen Ladescreen, den man 300.000 Mal in dieser Questreihe durchschreiten muss, aber ich meine, es gibt Schlimmeres. Ich meine, ich könnte es rausschneiden, aber nein. Ich steck die Schwerter weg. Warum ich solche Sachen nicht rausschneide? Natürlich würde ich ziehe ich das damit ein bisschen lang und ich füge dem Spiel hier deutlich mehr Denkpausen rein. Als es nötig wäre, aber... Oh, das ist zurück. Aber... Ich finde einfach, dass es in so ein Let's Play, dass es einfach reingehört. Ihr solltet das ganze Spiel sehen und so weiter. So, Waren. Ich trigger mal deine Quest-Reihe. Dankeschön. Und so schließt sich also der Kreis. Ich führte die ursprünglichen 5 Gefährten auf einer Mission zur Bergung des Amuletts der Könige. Damals redete ich mir ein, es wäre zum Wohle von ganz Tamriel. Ich hatte Unrecht. Und nun leidet die ganze Welt wegen meiner Anmaßung. Jetzt haben wir eine Chance, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Vielleicht. Denk daran. Aber ich frage mich, wird sich die Geschichte wiederholen oder wird sie neu geschrieben werden? Ehrlich gesagt habe ich Angst davor, das Amulett noch einmal einzusetzen. Seine Macht ist zwar groß, aber auch entsetzlich. Das Schicksal kann uns zermalmen, indem es unsere Wünsche zunichte macht. Oder aber, indem es sie erfüllt. Erzählt mir über Sankretor. In der ersten Ära war es eine heilige Stadt, die von Königin Alessia selbst gegründet wurde. Seitdem ist sie zu einer Ruine verfallen. Vor seiner Gefangennahme versteckte Sai-Sahan das Amulett der Könige in den Katakomben unter der Stadt. Wo liegt Sankretor?
In den Bergen von Kolovia, dem Land meiner Jugend. Aber ich kann mich kaum noch an diese Zeit erinnern. Dass ich den Schriftrollen der Alten ausgesetzt war, raubte mir viel von dem Mann, der ich einst war. Sprecht mit Sai Sahan. Er kann euch eure Fragen sehr viel genauer beantworten als ich. Alles klar. Sai? Sai? Also. Texturenladen bitte. Sai? Ah, danke schön. Sehr schön. Die Zeit ist für uns gekommen, die Katakomben von Sankrator zu betreten. Unterschätzt nicht die Gefahren, die uns erwarten. In längst vergangenen Zeitaltern war Sankrator einmal ein Ort des Lichts. Doch ich fürchte, dass dem nicht mehr so ist. Habt ihr euch schon alles gewappnet sein? Ja, habt ihr euch schon von euren Wunden erholt? Ich habe viel durchgemacht, aber dieser Körper ist härter als die großen Eichen Walenwalds. Ich gehe ohne Hoffnung, aber auch ohne Furcht. Es bringt nichts, über eine Zukunft zu rätseln, die noch nicht geschrieben wurde. Ihr könnt hoffen, was ihr wollt, meine Freundin. Ich werde darüber nicht richten. Das sind wirklich gute Verse, die du gerade an den Mann bringst. Wie sieht euer Plan aus? Mein Fürst Varen wird ein Portal nach Sankrator öffnen. Das Amulett liegt in einem Gewölbe, das durch mächtige Magie geschützt wird. Ein Schutzzauber Stendars, des Gottes der Gerechtigkeit und der Gnade und des Gottes des wohlverdienten Glücks. Ich dachte, das könnte nicht schaden. Wie brechen wir die Schutzzauber? Die Katakomben bergen zwei Schreine, die den Göttlichen gewidmet sind. Wir müssen sie in Stendars Namen weihen. Sobald das erledigt ist, sollte der Ring von Stendars Gnade uns die Gewölbetüren öffnen. Erzählt mir mehr über Sankrator. Es steht geschrieben, dass Alessia die göttliche Inspiration für ihre Sklavenrebellion in Sankrator erhielt und daher dort auch ihre heilige Stadt errichtete. Doch das war vor langer Zeit. Heute ist die Stadt nur noch eine Ruine. Sie ist zu einem finsteren Ort geworden, an dem man manchen Platz lieber ungestört lässt. Was für Plätze? Wir sollten die Krypta der Helden meiden. Ich habe dort genug zornige Tote gesehen, um 9 Leben damit zu füllen. Kasura und ich entkamen nur um Haaresbreite. Wir werden durch den Innenhof hineingehen und sie so ganz meiden. Nun kommt. Die okay. Zeit wartet auf niemanden. Auf geht's. Warte darauf, dass Waren das Portal öffnet. Ja, liebe Waren hat ja schon Erfahrung damit, ein Portal zu öffnen. Oh Leute, ich würde sagen, dieses... Das Portal ist offen. Nun geht. Ja, ja. Amulett der Könige zurück. Ja, aber doch alles in der nächsten Folge. Denn die lieben Zuschauer hier müssen noch ein paar Kommentare schreiben und auch ein paar Bewertungen geben, habe ich gehört. Ne, Leute, damit sie dir gemacht. So Leute, ich würde auf jeden Fall sagen, ja, das war's gewesen mit dieser heutigen Folge von The Elder Scrolls Online 2. Dann geht's natürlich wieder immer weiter. Ich bedanke mich natürlich wieder fürs Zugucken und ja. Wenn sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Thank you.